Mein Name ist Mary, ich bin Gründerin von Hund und Prima GmbH, seit über 10 Jahren Hundetrainerin, Expertin für den perfekten Alltagsbegleiter und ich bilde Hundetrainer aus. Das Besondere bei unserer Ausbildung ist, dass wir unterrichten nach den aktuellsten wissenschaftlichen Standards. Denn auch das Hundetraining entwickelt sich weiter. Dabei legen wir größten Augenmerk auf die Praxis. Denn egal wo man tätig ist, die beste Theorie bringt einfach gar nichts, wenn man es nicht vernünftig anwenden kann. Und das Schöne bei Hund und Prima ist, dass wir parallel den normalen Hundeschulbetrieb haben. Das bedeutet, wir können hiermit perfekt das erlernte Wissen umsetzen, indem wir einerseits bei Gruppenstunden über die Schulter schauen können, um die Körpersprache der Hunde zu lernen, um entscheiden zu können als Trainer, ist das noch Spiel oder eben nicht. Und gleichzeitig werden wir aber auch Einzelstunden durchführen. Wir werden auch Gruppenstunden durchführen und dafür nutzen wir unseren aktiven Hundeschulbetrieb. Die Ausbildung dauert ein Jahr und ist sogar berufsbegleitend möglich. Du bekommst von uns in der Ausbildung unter anderem ein sehr, sehr wichtiges, hochwertiges Lehrbuch und darüber hinaus Skripte von uns zugeschickt. Wir treffen uns dann einmal im Monat, um das erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen. Und der eigene Hund ist herzlich willkommen. Das finde ich immer total schön, weil so kannst du einerseits deinen eigenen Hund, wenn du es möchtest, dabei haben. Andererseits auch schon Dinge am eigenen Hund anwenden oder eben an einem anderen Hund anwenden. Die Inhalte in der Ausbildung sind tatsächlich sehr vielfältig. Das liegt daran, dass es mir super wichtig ist, dass wir all das, was ein Hundetrainer wissen muss, eben auch vermitteln können. Und Inhalte sind beispielsweise die Entwicklungsstadien unserer Hunde. Oder dass wir die unterschiedlichsten Werkzeuge, die ein Hundetrainer braucht, vermitteln. Beispielsweise Thema Leinführigkeit. Es gibt nicht diesen einen Weg für jeden Hund, sondern es kommt immer auf den Menschen und auf den Typ Hund drauf an. Und mir ist es super wichtig, dass wir in der Ausbildung wirklich, also ich sage mal so einen Werkzeugkoffer vermitteln können, damit man eben wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten hat, um jedem Hundhalterteam das zu geben, was er eben braucht, um das Ziel zu erreichen. Dann machen wir auch weiter mit dem Thema Gesundheit, weil Hundetraining und Gesundheit des Hundes, das darf man nicht getrennt sehen. Also viele Dinge hängen sehr nah beieinander und ich meine nicht nur Anatomie, sondern zum Beispiel auch das Thema Ernährung. Auch bei unseren Hunden ist es so, du bist, was du isst. Und daher ist das Thema Gesundheit auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Dann geht es weiter mit Unterstützung von weiteren Kollegen. Das bedeutet, wenn wir konkret in spezielle Bereiche reingehen, wie zum Beispiel Angsthunde, dann nutzen wir auch unser kompetentes Team von Hund und Prima GmbH. Das heißt, dass auch mal andere Dozenten da sind, um eben spezielle Gebiete zu unterrichten. Wir sind in der Ausbildung tatsächlich immer eine sehr, sehr kleine, fest bestehende Gruppe. Das liegt daran, dass mir es wichtig ist, dass ich keine Klasse von 30 Schülern beispielsweise habe, denn je kleiner die Gruppe, desto höher die Qualität. Ich habe schon lange in die Richtung überlegt, habe viel ausprobiert, wusste eigentlich schon sehr früh in meinem Leben, dass ich irgendwas mit Tieren machen will. Hat nie so geklappt, weil mach erstmal was Vernünftiges, so wie die Eltern halt dann so sind. Dann kam Lotta in unser Leben dieses Jahr im Mai, genau, aus dem Tierschutz. Und ja, dann sind wir hier zum Hundetraining gekommen und das hat uns sehr gut gefallen. Und als du dann angeboten hast, oder bekannt gegeben hast, dass es auch bald eine Ausbildung geben wird, da dachte ich, ja, höre ich mir das mal an. Und als wir dann unser Einzelgespräch nochmal hatten,
war ich Feuer und Flamme. Und als wir dann hierher kamen, nach den Misserfolgen in den anderen Hundeschulen, das Konzept hat mir super gut gefallen. Ich habe mich hier total gut aufgenommen gefühlt. Ja, und ich habe ja auch vorher schon öfter mal gefragt, ob man hier irgendwie aushelfen kann oder so. Und als dann der Aufruf kam, wir bilden aus, war ich sofort dabei. Ich bin zur Ausbildung gekommen, weil ich mit meinem Hund Lenny eigentlich nur eine Stunde besuchen wollte, in der ich irgendwas mit meinem Hund mache. Und dann ja hier das nette Vorgespräch hatte und dann halt wir auch in eine Gruppe eingeteilt wurden. Und mir das einfach richtig gut gefallen hat und ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwas halt noch mehr zu machen mit meinem Hund. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, mich zu bewerben. Ich finde sie gut. Ich finde tatsächlich toll, dass es auf der einen Seite halt eine super nette Truppe ist. Natürlich auch, dass es halt mega viel Spaß macht, dass es nicht nur theoretischer Kram ist, sondern dass wir halt auch einfach viele, viele praktische Übungen machen. Super. Also fachlich alles super gut erklärt. Der Praxisanteil, der versprochen wurde, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, wie gesagt, hier wird nicht gesagt, oh, was eine blöde Frage oder so, sondern hier wird alles aufgearbeitet. Wenn man was unverständlich ist, wird es halt nochmal aufgearbeitet. Ja, die Atmosphäre ist super entspannt. Das Lernen wird hier, also dadurch, dass die Atmosphäre so entspannt ist, super einfach. Selbst wenn es mal viel Stoff ist, geht hier jeder mit einem Lächeln raus. Sehr gut. Also der hohe Praxisanteil wurde versprochen und wird auch absolut eingehalten, finde ich richtig gut. Ich kann meinen Hund mitnehmen. Die Gruppe ist super, die Stimmung ist immer gut. Die Ausbildung finde ich richtig gut, weil es, wie gesagt, einmal im Monat ein Wochenende ist. Man sich super gut darauf vorbereiten kann, man hat genug Zeit, alles durchzugehen. Man hat Praxis und Theorie. Das finde ich halt persönlich richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Und weil viel Praxis, man lernt super viel. Die Kommunikation der Tiere untereinander, die Kommunikation Mensch zu Mensch. Also ich glaube, man nimmt auch persönlich für sich selber sehr viel mit. Also ich habe das Gefühl, man wächst ein bisschen immer mehr so mit dem Hund zusammen und man selber auch. Und ja, das ist halt eine super Herausforderung. Ja, würde ich definitiv. Warum? Weil es einfach super gut mit dem Beruf zu verbinden ist, weil man seinen eigenen Hund mitbringen kann, der auch mit eingebunden wird. Also aus der ganzen Gruppe ja die Hunde, weil man einfach untereinander sehr viel lernt, also auch von den anderen Hundehaltern oder auch von den anderen Hunden, ja, und weil es einfach Spaß macht.